Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute ist mal dabei. Hello! Heute feiern wir Halloween in Tokabuka. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken? In 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Tokabuka in die Kommentare. 24 Stunden lang Halloween. Mal gucken, ob das gut geht. Ihr habt euch so sehr wieder ein Tokabuka-Video gewünscht. Los. Hi. Morge. Oh, hi, Avi. Guten Morgen. Morge. So, heute habe ich schon eine Idee. Heute habe ich schon eine Idee, was wir machen sollen. Eva, warum steht da ein Schild Keep Out? Soll ich Weil es schön aussieht. Das ist ästhetisch. So. Ich dachte, du wolltest mich aus unserem Schlafzimmer rausschmeißen. Nein. Was hast du für eine Idee? Also, ich dachte, wie wär's, wir feiern heute mal 24 Stunden Halloween und nehmen wir mal, also Ferien machen. Wir fliegen irgendwo hin. Oh, wir fliegen in Halloween-Ferien? Ja. Das haben wir ja noch nie gemacht. Wie cool ist das denn? Das bedeutet auch, wir können uns verkleiden. Okay, gut. Ich zieh schon mal meine Sachen an. Wo hast du denn die Halloween-Sachen her? Wo hast du deine her? Oh mein Gott, wo sind meine Halloween-Sachen her? Ja. Oh, cool. Okay, ich zieh mich erst um. Wir brauchen also auch einen Koffer. Wir müssen packen. Da ist doch dein Koffer. Oh, okay. Also, ich meine, ich habe dieses Hexenkostüm und ein Spinnenkostüm, was mir zu klein ist. Aber, warte, ich denke, ich habe noch was. Okay. Bin fertig. Oh mein Gott, dann pack die anderen Sachen in deinen Koffer. Und ich nehme mein Tagebuch. Hier. Nimm deinen Hexenhut und so auch mit. Wir müssen uns zwischendurch mal umziehen. Wir müssen es doch frisch machen. Hier. Okay, einen Hexenhut kann ich mit. Der passt nämlich nicht rein. Okay, den musst du dann auf den Kopf machen. Genau. Und was ist mit deiner Maske? Warte, nein, nein, nein. Die ist mir eh zu klein. Die Maske ist dir zu klein? Ja, das Ding ist zu klein. Oh, okay. Ja, dann ist gut. Dann hast du gepackt. Dann brauche ich noch ein Buch. Okay. So. Sehr cool. Und jetzt musst noch du etwas aussuchen. Aber du kannst als alte Person gehen oder als Astronaut. Ich gehe als Astronaut. Und das alte Person-Ding nehme ich mit in den Urlaub. So, du hast sonst nichts zu mitnehmen. Okay, ich glaube, das. Ah ja, sehr gut. Good. Aber. Machst du bitte auch deinen Koffer zu? Genau. Sonst nehmen die den nämlich am Flughafen nicht an. Und einmal runter. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich auch schon. Yay, wir sind am Flughafen. Ja. Komm schnell, mein Schatz. Der Flieger geht gleich. Guten Tag, werter Herr. Was brauchen Morgen. Sie von uns? Ja, wie seht ihr denn aus? So könnt ihr aber hier nicht fliegen. Kostüme müssen ab. In den Koffer. Wir müssen euer Gesicht sehen können für die Passkontrolle. Hier ist meine. Einmal den Pass. Da. Das Ticket. Da. Das ist ein Buch. Da. Okay. Sie sehen ja wirklich seltsam aus, meine lieben Leute. Und Sie, ältere Dame? Ey, ich bin doch keine ältere Dame. Ich bin eine junge Frau. Zieh ja schon ab. Was wollen Sie von mir sehen? Auch das Ticket und den Pass, bitte. Das geht ja so nicht. Hier kann ja jeder vermummt kommen. So. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Und bitte, lassen Sie Ihre komischen Verkleidungsdinger ab. Komm, wir ziehen die schnell wieder an. Das kann doch keiner kontrollieren. Okay. Und zack. Und die Koffer drauf. Die Koffer. Wir müssen Koffer auf. Nein. Schnell, schnell, schnell. Okay, schnell. Und? Okay, good. Aber ich sitze hier und du sitzt da. Okay. Traust du dich nicht, bei mir zu sitzen? Nein. Okay. Warum sind wir so komisch und da so eine Person darf rein? Ja, eben, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Wir sind hier 24 Stunden Halloween. Wir können ja schlecht ohne Halloween da im... Ja, geht nicht. Okay, alle, jetzt kommt das Essen. Essen! Was war denn die? Hallo, ich hier hinten. Ich hätte... Oh, jetzt bin ich vorne. Ich hätte gerne einen O-Saft. Okay, Sie haben nur... Cheese-Saft. Danke. Okay, was wollen Sie? Haben Sie Schnitzel? Nein! Dann nix. Kind, du musst was essen. Das wird ein langer Tag, bitte. Haben Sie Donuts? Haben Sie Donuts? 3 sogar. Okay. Okay. Mir hat er keinen Donut angeboten. Ey, du hast ja auch noch keinen gefragt. Ach so, okay. Dauert das noch lange mit dem Flug? Mein Schatz, weißt du das? Kannst du das von vorne sehen? Wir sind noch nicht mal vor... Au! Wir sind noch nicht mehr in der Luft. Oh. Okay, dann kann das ja nur noch sehr lange dauern. Wo ist denn der Kapitän? Ja. Yay! Wie lange dauert das, Frau Kapitänin? 5 Stunden. Oh mein Gott, wo fliegen wir denn hin? Kind, was hast du denn da organisiert? Nach Las Vegas. Yes! Ich wollte schon immer mal nach Vegas. Nein, nein, wir fliegen nicht nach Las Vegas. Wir fliegen nach
England. Okay, dann fliegen wir halt nach England. Auch gut. Wir sind da! Yay, das ging ja schnell. Komm, die Koffer, die Koffer, die Koffer nicht vergessen. Also, girl, chill. So, los! Kind, bleib bei mir. Ich will dich nicht im Flughafen verlieren. Frag nicht, komm, geh doch gleich auf dich. Nein, hab ich nicht gesagt. Nein, still. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Ich bin FBI Agent Carol. Ach du meine Güte, warum sind Sie denn hier? Das ist ja spooky. Keiner gestorben, nur Fraud ist hier passiert. Fraud? Ja. Betrug? Ja, keine Sorge. Eigentlich ist es nicht hier, sondern... in der nächsten Stadt. Ich mache einfach nur hier chillen. Okay, dann, ja, dann tschüss. Gott, Avi, guck mal. Mann, ihr seht ja hässlich aus. Oh, die machen Trick and Treat, glaube ich. Oh, guck mal, vielleicht können die uns ihre Baskets leihen. Aber Gott, ist das creepy, Mensch. Wow. Okay, hier. Stopp! Da sind ja Halloween-Kürbisse und ein Grab. Ein Sarg. Was ist in dem Sarg drinnen? Oh, nix. Nix, okay. Und hier oben, guck mal. Masken. Lala, mach die nicht runter. Stopp, stopp, da sind Geister und Kerzen. Keine Sorge, das sind nur Spielzeuge. Aber mach das hier nicht ab, das ist eine wunderschöne Deko. Okay. Es schon ist nachts. Schon dunkel. So, warte mal, ich klingel mal. Ja. Wie viele Sterne hat das Hotel denn, Ava? Monsieur. Lieber Herr, können Sie uns bitte unser Zimmer zeigen? Okay. Wir haben eigentlich nur zwei Zimmer. Und okay. Ich bin die einzige Person, die hier arbeitet. Also. Wissen Sie, netter Herr, Sie hätten schon mal sauber machen können, bevor wir kamen. Da sind ja Blätter in der Küche. Und? Sind Sie sicher, Ihnen geht's gut? Ja. So einen grauen Gesichtsausdruck. Keine Sorge. Ich bin nur 8. Ava, ja. Der Mann ist ein bisschen unheimlich. Wirklich, findest du nicht? Ich bin halt ja nicht voll schön. Auf jeden Fall diese Warze. Ava, ja. Da oben sind... Keine Sorge, keine Sorge. Wir hatten hier in der letzten Halloween-Party. Das sind also keine echten Augen? Nein, nein, nein. Ich bin vegan. Und was ist das mit dem schwarzen Flüssigkeitszeug hier? Oh, das ist meine Medizin. Ey, trink das nicht! Warum? Du darfst nicht alles trinken. Ach, das ist meine Medizin. Okay. Für meine Warzen. Oh, okay, dann bin ich froh, dass ich das nicht getrunken habe. Dann... Du hast das getrunken, was nicht? Oh mein Gott, wer weiß, was jetzt mit mir passiert. Zeigen Sie uns dann bitte jetzt unser Zimmer. Ja, also zwei Zimmer gibt's. Okay. Ava, wo hast du uns denn untergebracht? 290 Stunden. Oh, okay. Hier ist der Platz, wo Süßigkeiten, wenn Kinder kommen. Bad, okay. Ohne dich. Okay. Ist einfach nur ein Bad. Ein Bad. Hier ist das erste Zimmer mit Frosch. Okay. Können wir uns eins aussuchen oder weisen Sie uns eins zu? Die Katze sind mir so... Mir ist es egal. Dann schlafen wir oder dann zeigen Sie uns nochmal das andere Zimmer. Sollen wir jetzt hochgehen? Ja. Ich bin so froh, dass du nur eine Nacht gebucht hast. Weiß eigentlich habe ich zwei Nächte gebucht, aber okay. Oh nein. Ach, ignoriere unsere... Ach du... Lassen, meine Brüder. Hallo, Brüder. Hier stinkt's auch ganz schön. Ey, wie ich... Hier riecht's nicht gut. Das ist mein Bruder. Okay, ich glaube, wir schlafen unten. Da hier drüber ist ein anderes Zimmer. Okay. Eine andere Katze. Oh, die hat nur ein Auge. Oh mein Gott. Oh, nee. Ich schlafe also oben. Du schläfst oben? Ja, ist voll schön hier. Dann schlafe ich auch oben. Ich traue mich nicht, unten alleine zu schlafen. Ach, nur eine Person darf trotzdem schlafen. Nein! Oh. Aber unten hat es noch ein Gästebett. Ja, dann schlafen wir beide unten. Bei Ihnen ist alles sehr gruselig. Komm, Ava. Hier, wir wollen heute auch noch was erleben und es ist eh schon dunkel. Und ich kriege unter meiner Maske so wenig Luft. Hier. Gut, Ava, das ist dein Bett. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist eine Katze, die kann doch nicht reden. Ja, aber ich dachte, du sagst mir das. Okay. Oh, Musik. Komm, wir packen mal aus. Wir können alles in die Kiste reinmachen. Ich mach einfach so rein. Ja, sehr gut. Okay, ich würde gerne meinen alten Mann-Kostüm-Dings anziehen, bitte. Alte Personenkostüm. Ja. Oh Gott, mein Kostüm ist verhext. Oh, ich kann es nicht mehr abziehen. Mach ja die Tickets da rein, die brauchen wir, sonst kommen wir hier nie wieder weg. Wenigstens habe ich noch meine normalen Klamotten an. Ja, kannst du dich noch umziehen? Ja, dann zieh du dich wenigstens mal um. Ja, kann ich auch nicht. Echt nicht? Auch bei mir zugeklebt. Mach alles wieder in den Koffer. Ich werde erstmal mal ein Tagebuch schreiben. Aber wir haben jetzt einen Termin. Warte. Ja, deine Tinte, jetzt hast du alles geschmiert. Dann zieh dir dein Kostüm wieder an. Wir haben jetzt einen Termin. Und zwar gehen wir auf einen Halloween-Markt. Okay. Oh, ich kann so schlecht atmen. Wo reden Sie? Wie bitte? Wo gehen
kehren Sie? Kehren? Ich habe nicht vor, hier zu putzen. Nein, wo kehren Sie? Wo gehen Sie? Ach, wir gehen auf einen Halloween-Markt, werter Herr. Ich muss euch doch erstmal einen Snack machen. Nein, 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 alles gut. Doch, wir essen auf dem Markt. Doch, 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 doch. Na, schau. Oh, Eva, hast du gesehen, was da drauf ist? Das ist eine vergammelte Tomate. Evi, das darfst du nicht essen, egal was. Riech's dran. Nicht essen, nicht essen. Nee, das ist dir doch. Ach so. Das ist doch. Das habe ich gar nicht mitgekriegt vor lauter Nervosität. Danke. Los, bist du ungezogen. Danke, netter Herr. Oh, danke. Okay. Ja, wir essen es unterwegs. Warte, warte, warte. Wir müssen das doch jetzt essen. Nein, ich werde meins essen. Oh, Eva, bitte. Was passiert da mit dir? Lecker. Okay, dann esse ich meins auch schnell. Geht das überhaupt mit dieser? Ja. Oh, das war sehr lecker. Danke. Ist ja noch ein Blutmond. Oh mein Gott. Und guck, da sind auch so unheimliche Kürbisse. Ein Blutmond. Aber ich muss immer noch was nachtrinken. Komm, wir holen uns da ein bisschen. Ach, das ist Zucker, kein Tee. Da können wir uns einen Schluck Tee genehmigen. Alles hier reserviert, da müsst ihr erst eine Reservierung machen. Aber ich dachte, wir hätten reserviert. Oh nee, ihr habt nur bei der Ponygala reserviert. Oh nein, da gibt's aber nichts zu trinken. Soll ich euch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Ihr habt's geschafft. Okay, was ein Glück. Ihr habt eh nichts reserviert. Okay. Aber erstmal geht's zur Ponygala. Erst in den Pasteta essen. Unbedingt was trinken, bitte. Nein. Okay, komm, dann gehen wir zur Ponygala. Was hat denn Pony jetzt mit Halloween zu tun? Hier, einen Tomatensaft für mich. Warum hast du genau das genommen, was aussieht wie Blut? Muss mir jetzt auch was machen. Okay. Das du machst dir einen Würstchensaft? Oh, du verschwendest ja voll. Ach, können Sie mir bitte was machen? Mhm. Evi? Ja? Bist du sicher, dass du schon so scharf essen kannst? Bestimmt. Musstest du auch was Blutiges essen? Oh, Evi, was passiert mit dir? Jetzt ist es ja noch schärfer. Du sagtest ja vorhin schon, das war scharf. Ich habe nicht gesagt, das war scharf. Ich habe gesagt, das war lecker. Oh nein, also ich trinke jetzt hier auch mal meinen Tomatensaft gegen diesen schrecklichen... Oh, der schmeckt ja auch eklig. Hier ist alles deswegen irgendwie widerlich. Deswegen verkaufen wir keinen anderen Saft. Außer Gurkensaft und Bananensaft. Okay, jetzt weiß ich auch warum. Oh mein Gott, ich glaube, wir sollten uns noch kurz umgucken, bevor wir dann wieder heimfahren. Eva, magst du auch so ein Marshmallow roasten? Ja, ich werde mir aber nochmal die Ponygala angucken. Okay. Die Ponygala ist jetzt fertig, wollt ihr jetzt was essen? Ja, ja, unbedingt. Also ich würde jetzt erstmal... Hey, 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 mein Marshmallow, du hast ihn einfach ins Feuer geschmissen. Wie gemein ist das denn? Da müsst ihr aber diese Kostüme abziehen. Ich weiß, du kannst nicht, dass da viel was reingeklebt ist. Das habe ich schon gehört. Okay. Und du... So, okay. Dann hätte ich jetzt gerne einen Schluck Tee. Okay. Und würden Sie uns bitte die Kerze anmachen, dann ist es doch ein bisschen gemütlicher. Also ich glaube, wir sollten jetzt zurück ins Hotel. Und noch einen Keks. Und noch einen Keks, gut. Lauter süßes. Aber ja, ich denke, du hast mir nicht den Tee getrunken. Okay. Dann bin ich wieder da. Oh, das war so aufregend. Gott. So, leider haben wir vergessen, Pyjama mitzunehmen. Macht nichts, wir schlafen im Kostüm, beziehungsweise du im Kleid. Und ich schlafe hier. Oh Mann, immer kriegst du das bequeme Bett. Warte, wir müssen ja noch Zähne putzen. Oh ja. Aber hattest du bisher einen schönen Tag? Ich meine, da war die Ponygala. Die war cool. Also ich fand das heute ein bisschen zu eklig und zu aufregend. Ich weiß nicht, ob so 24 Stunden Halloween was für mich sind. Okay. Vielleicht bevor wir ins Bett gehen, um noch was zu machen. Hier gibt es noch so ein Kartenspiel. Trink das nicht! Warum? Wer weiß, was da drin ist. Wo ist denn eigentlich der Butler, Ava? Butler! Oh, ich glaube, der ist nicht da. Und warum ist das jetzt passiert? Warte mal. Da ist er. Oh mein Gott! Okay. Das nehme ich mal mit. Ja. Lass uns mal hochgehen. Gott, ist das creepy. Gerade bemerkt, unten fehlte doch das eine Bild. Stimmt. Warte mal. Und da fehlt ein Bild. Da ist die Kerze gerade angegangen, Evi. Mein Gott. Oh. Warum hast du das gemacht? Da geht eine Tür auf. Ich wollte gucken, was da ist. Oh nein. Sollen wir jetzt reingehen? Okay, warum nicht? Es kann ja schon nichts passieren in so einem Hotel. Das wird oh mein Gott. Euer Hotel? Oh, was ist das denn? Was ist das? Ist das ein toter Hund? Nee, das ist... Von da oben, toter Fisch. Was ist mit diesem Hund? Der ist nur halb. Oh nein, oder ist das ein Schinken? Ich weiß nicht. Oh nee, und was ist das? Ich weiß nicht, das kann man gar nicht rausholen. Oh. Oh Gott. Okay, warte mal. Soll ich drücken? Diese Geräusche, ja. Ah, nee. Oh nein, du hast schon, da draußen ist auch der Blutmond.
Was hast du denn jetzt angestoßen? Ava, das ist das unheimlichste Halloween-Hotel, das zerbricht. Oh nein, warte, halt mich warte, fest. Warte. Oh. Lebt das jetzt? Ist das ein Gummibärchen? Ich glaube kaum. Ah! Oh, Ava, schnell. Da. Nein, das hat mich gefressen. Oh nein, das hat mich gefressen. Das hast du gekriegt, du Schleim. Hilfe. Oh nein. Mach das von meinem Gesicht weg. Oh Gott, danke. Nie wieder. Nie wieder. Wir fliegen wieder nach Hause. Wir können hier nicht übernachten. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns jetzt einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr noch 2 Videos von uns sehen. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ciao.